Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 13. Und bevor ich hier jetzt weitergehe, weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe. Ich wechsle erstmal zu der guten Vanille. Und guck mal, was ich hier noch machen muss. So, auf jeden Fall muss ich hier den Manipulator erstmal erhöhen. Wichtig ist dabei, dass ich nicht unbedingt alle Punkte auf Manipulator versetze. Los, immer schön weiter. So. Ich glaube, zumindest bis zur nächsten Rollenstufe sollte ich ihr den Manipulator geben. Nein! Verdammt! Noch eins. Egal. Die letzten Kristallpunkte gebe ich auch noch Feng. So, Verteidiger. Angriffskraft erhöht. Schön. Ich speichere hier trotzdem nicht. Ich speichere jetzt nochmal ab. Ja, da unten. So. Weil das wird jetzt ulkig hier. Macht euch auf Spaß gefasst. These flowers. You remember them, right? Yeah, sure I do. They grew all over Eber. We can't be far now. It's my fault Grand Pulse ended up like this, isn't it? What? I remember everything. I became Ragnarok. I scarred Cocoon. And I left Grand Pulse in this mess. It was me. What are you talking about? It all came back to me. Everything that happened with iFocus. All of it. You're lying! No, it's the truth. It's all my fault. Don't say that! Vanille! The Eidolon knows the truth. Ha! I knew I was right. Wait! So you were lying? No more than you were. Admit it. You remember everything. It wasn't. It wasn't your fault. Vanille, we should talk about this later. Ja, und da geht's nämlich los. Bom, 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 bom. Erstmal gucken, was für Paradigmen ich hier habe. Verteidiger, Heiler, Manipulator, Brecher, alles klar. Gut. Oh, Vendetta-Modus. Schnell, Verteidiger, Heiler. Weil sonst wird das gar nichts hier. Vendetta-Modus ist böse, 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 böse. So. Verteidiger Manipulator hat so seine Richtigkeit, weil bei ihm muss man mit Manipulator gegengehen. Hecatonshire. Oh. Hoffe ich doch zumindest. Bütze, Bütze.
haut hier aber auch wirklich ordentlich raus. Gut, ab zur Störattacke. In der Hoffnung, dass es was bringt. So. Na, das wird nicht gut gehen. Was mache ich denn da? Schnell, 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 Mädel. Ah, das wird so in die Hose gehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte auf Brecher Verheerer noch zwischendurch gehen sollen. Mit ein bisschen Glück schaffe ich es noch, aber ich glaube nicht. Dafür sieht das hier gerade ein bisschen zu knapp aus. Nee, das kriege ich nicht mehr. Das ist zu... definitiv zu knapp. Das hätte schon eher laufen müssen. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, what went wrong? Ich habe zu spät angefangen, mit Verheerer zu arbeiten. Das ist schief gegangen. Na gut, auf ein neues. Diese Geschichte hier werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal überspringen wieder. Das brauchen wir ja nicht. So. Also. Na gut. Zumindest etwas. Fangen wir erstmal mit einem Paradigmen an. Verheerer, Brecher. Wir fangen an mit Verteidiger, Manipulator. Würde ich so sagen. Ja doch. Mehr als probieren können wir es ja nicht. So, Todesurteil. So, ist auch schon im Vendetta-Modus. Aber man sieht's, eigentlich steigt's ganz gut hier gerade. So. Heilerverteidiger. Autsch. Und da ist er wieder im Vendetta-Modus. Probieren wir es jetzt mit Brecher. Und Verheerer, da steigt der Balken wieder in die Höhe. So, nichts wie schnell umstellen auf Heilung. So, wie man hier gerade sieht. Ist er hier wieder im Manipulator, braucht er definitiv wieder ein paar Sprüche vom Manipulator. Na komm, Heiler Verteidiger schnell. Ah, Vitra haut gar nichts raus, finde ich hier gerade. Ich lasse mir gerade ein bisschen zu viel Zeit. An dieser Stelle. Na komm, noch einmal durchheilen. Wieder im Vendetta-Modus.
Extermination. In der großartigen Hoffnung, dass es diesmal was bringt. Na, was mach ich denn da? Boah. Brecher, Verheerer, Vendetta-Modus immer noch an. Schon wieder am Viereck. Verdammt! Oh. Verfluchte Axt. Ja, komm. Mach nichts. Auch nicht so lange. Boah. Und nochmal. Mann. So, überspringen wir es nochmal. Kommen sowieso wieder ins Paradigmenmenü. So, wir fangen schon wieder bei Extermination an. Das ist Schwachsinn. Störattacke. Wir probieren's. Das Todesurteil kommt, ist normal. So, jetzt kommen gleich die Angriffe. Wie vorher gesagt. So. Und Brecherverheerer drauf. Gar nicht cool. Heiler Verteidiger. Uncool. Brecherverheerer wieder. So, drei Angriffe noch. Genesung 2. Zu knapp hier gerade. Viel zu knapp hier gerade. Manipulator Brecher. Nein, falsches Paradigma. Verflucht. So, und wieder zurück. Brecher, Verheerer. Na, kriegen wir es diesmal hin? Brecher Manipulator, uncool. Nein, Mann! Ja! Boah. Junge. Uff. Endlich geschafft. Hecaton Chair ist unser.
Und an dieser Stelle machen wir wieder einen Cut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 13. Bis denn!